Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich habe heute wieder ein Gesellschaftsspiel für euch, es nennt sich Donutters und es scheint super verrückt zu sein, denn man muss sich bei dem Spiel solche Elefantenmasken aufsetzen und mit dem Rüssel dann versuchen, Donuts einzufangen. Wirklich total verrückt, muss ich sagen. Hergestellt wurde es von Ideal und ist geeignet für Kinder ab 4 Jahren. Es können 2 bis 4 Spieler mitspielen. Das Spiel wurde schon über 1 Million Mal verkauft und auf den ersten Blick sieht es auf jeden Fall nach jeder Menge Spaß aus. Wir werden das Spiel definitiv auch vor der Kamera testen, das lasse ich mir nicht nehmen. Oh Mann, wenn ich mir vorstelle, so eine Elefantenmaske aufzusetzen, um dann diese Donuts aufzuspießen oder aufzugabeln. Ich glaube, da werden wir am Boden liegen. Ich glaube, es geht darum, möglichst viele von diesen Donuts in einer bestimmten Zeit mit dem Rüssel dann aufzuspießen. Ich würde sagen, wir packen das Spiel einfach mal aus und schauen es uns genauer an. Hier kommt uns schon die erste Elefantenmaske entgegen. Die ist gelb und der Rüssel ist nach oben gebogen. Den kann man natürlich auch bewegen. Das heißt, wenn man dann den Donut nicht richtig trifft oder da versucht zu lange den Donut mit dem Rüssel zu fangen, dann kann natürlich auch sein, dass sich der Rüssel verbiegt und dann kriegt man es noch schwieriger hin. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Gefahr, dass man dann gar keine Donuts aufspießen kann, wenn sich dieser Rüssel dreht. Wir schauen uns mal die anderen Masken an, ob die genauso aussehen. Wir haben hier noch eine blaue und die müssen natürlich alle gleich aussehen, sonst hätte das unterschiedliche Schwierigkeitsgrade und dann werden eventuell Spieler auch benachteiligt. Dann haben wir noch eine in Rot und eine in Grün. Also wir haben 4 Elefantenmasken. Und das hier sind die Donuts. Ich habe die mir irgendwie größer vorgestellt. Das scheint doch relativ schwierig, glaube ich, zu sein, mit diesen Masken diese Donuts zu fangen. Das heißt, zu fangen, sie liegen ja auf dem Boden, aber man muss sie ja irgendwie auf den Rüssel dann bekommen. Das Ganze wird dann so aussehen. Und wenn man die Donuts, 3 davon, auf seinem Rüssel hat, dann hat man gewonnen. So wie ich es verstanden habe, spielt man dieses Spiel gleichzeitig. Das heißt, diese Donuts werden auf dem Tisch so verteilt. Dann bekommt jeder seine Maske auf und dann geht's los, möglichst schnell seine Donuts in der jeweiligen Farbe aufzusammeln. Mit dabei war jetzt noch dieses Spielbrett hier. Hier werden dann die Donuts reingelegt und dann geht's los mit den Masken. Hier ringsherum sieht man ganz viele Elefanten. Wir selbst sind ja in dem Spiel auch Elefanten. Das sieht ein bisschen aus wie so eine Zirkusmanege. Ich bin auf jeden Fall super gespannt auf das Spiel Donutters. Wenn ich das mit Kahn auf jeden Fall, vielleicht auch mit Kati dann vor der Kamera spielen werde. Ich glaube, da sind Bauchschmerzen vor Lachen vorprogrammiert. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr dieses Spiel schon mal gespielt habt und vielleicht auch, ob ihr es schwierig fandet, dann mit so diesem, mit dieser Elefantenmaske die Donuts einzusammeln. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Gebt mir doch einen Daumen nach oben, hinterlasst mir nette Kommentare und vergesst natürlich auch nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüss!